Dann machen wir den Dieb hier auch noch Platz. Na, aber wir hoffen, dass wir jetzt weiterkommen. Oh Mann, der Franco, hallo. Jetzt müssen wir das Vulkan noch fertig machen. So, Tackle. Yo, das Tackle. Der Tackle des Todes. Ja. Relaxo macht den Tackle des Todes. Ja. Oder Grudon, von dem wir auch keinen Deckel kriegen. Die Tonnendeckel da, die man dann abkriegt. Ja. Ja. Ich glaube, ist es nicht sogar das schwerste Pokémon? Ja. Ist es. Wenn du mit so einem kleinen Pflanzen-Pokémon auf Grudon, also beide Level 100 auf Grudon, dann Dinge zu machst hier, Strauchler. Also wenn du Pech hast, ist das scheiß Grudon One-Hit. Glaube ich. Hä? Ich gucke gleich im Internet nach, ne? Das war eigentlich nie das Problem, dieses Rätsel hier. Ich hatte nie ein Problem damit. Beschleunige das jetzt, das geht mir echt auf die Nerven. Was ist denn das für eine komische Kacke? Ich weiß noch, wo ich das zum ersten Mal gemacht habe. Ich habe da Stunden dran gehangen. Es ist mir peinlich, dass ich so lange gebraucht habe immer. Hä? Der Fock? Jetzt bin ich hier, aber wie geht's weiter? Du musst da runter, glaube ich. Ja, hier durch eigentlich. Okay. Kann man das Rätsel nicht zurücksetzen? Keine Ahnung. Thank you.
probiere es jetzt einfach mal. Ja, sollte jetzt zurückgehen dazu. Okay, das muss eingeschaltet werden. Dann muss das eingeschaltet werden. Und das muss eingeschaltet werden. Ich bin massig verwirrt. Guck mal, selber setzt Konfusion ein. Es ist sehr effektiv. Der Gegner ist verwirrt. Ey, das kann doch nicht angehen. Oh Mann. Was ist denn jetzt? Ich schlag das Spiel gleich. Was ist? Nichts. Einfach 3-2-1. Halt doch die Scheißfresse. Meh. Kackspiel. warum kompliziert, wenn es so einfach geht, ne? Ja. Oh Mann, ey. Vor allem, weil der Team Rocket noch gesagt hat, in der anderen Reihenfolge. Ja, aber ich dachte halt irgendwie. Mir war das drei. Aber auch von. Mir war das zu einfach. Ja. Oh Mann, ey. Was eine Kacke. Noch ein Duflo. Yay, muss kaputt. Verreck. Pflanze. Stirb. Yay, 35. Jawohl. Ja, gib mir Geld. Gib mir dein Geld.
Ja. Nee, aber stimmt, da gibt es gleich den Meisterball, den wir wegschmeißen müssen. Steht nämlich in den Regeln. Oder ich verkaufe, ich glaube, ich verkaufe ihn. Gibt ja eh 0 Dollar. Ist irgendwie lustiger. Verkaufen. Dann existiert er noch. Sonst schmeißt er ihn gleich einfach auf den Müll. Freut sich bestimmt irgendjemand. So ein Teenager. Fängt dann einfach mal unser Lugia weg. Stell mal vor, das würde gehen. Das wäre schon lustig irgendwie. Muss ich halt echt mal vorstellen. Du schmeißt den Meisterball weg. Und komischerweise ist dann auf einmal das Lugia weg. Oh, ja. Das wäre irgendwie lustig, aber. So, nächster. Aber theoretisch müssen wir jetzt hier nur noch den Türöffner bekommen. Dann sind wir eigentlich auch schon fast fertig. Okay. Die Blocke drüber Slimer. Und Icyk. Ich glaube, es im Saal aber auch noch gar nicht hoch. So, ich glaube, es im Saal wäre ja auch eigentlich eine ziemlich gute Option gewesen. Ich glaube, den habe ich nicht trainiert. Naja, ich habe den noch nicht trainiert, weil er irgendwie für den nächsten Orden komplett useless ist. Rocket Repel, Smogon. Die dämlichen Idioten haben einfach alle die gleichen Pokémon. Jetzt stell mal vor, die ganzen Zubats und Smogons werden alle geklaut. Wäre es nicht irgendwie langweilig, die ganze Zeit die gleichen Pokémon zu klauen? Das ist doch wahr. Und frage ich mich bis heute, was Smogon darstellen soll, ne? Eine Mine? Bei Pokémon aber mit Tieren haben sie ja gesagt, das wäre ein Tumor. So, was haben wir hier? TM35, was auch immer. Soll ich mit dem reden? Was? Sie willst du mich retten? Danke, der Radioturm. Was geschieht dort? Von Team Rocket besetzt? Wir nehmen diesen Türöffner. Also ich muss schon ganz ehrlich sagen, wenn du diese Textboxen schreibst und dann das Spiel in einem RPG-Forum postet, wirst du davon geschlagen, gehasst und gemobbt von allen. Oh mein Gott, ey. So. Yep. Du wirst gesteinigt, geviertelt, gehäutet. Oh, Münzamulett. Geil. Und danach verbrannt. Yay, gehäutet. Dann färbt sich meine Haut ja doch in eine andere Farbe. War das ein bisschen zu hart? Ich weiß ja nicht. Erdgeschoss. So, dann gehen wir mal unser Pokémon aufladen. Und gehen wieder in den Pokémon-Turm. Nicht Pokémon-Turm. In den Radioturm. Aber erstmal aufladen.
heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja.